Ich weiß nicht, ob wir ein Mikro brauchen, aber wenn Sie vielleicht nicht ganz bei lauter Stimme sind, dürfen wir das Mikro verwenden. Erstmal ganz herzlichen Dank den Referentinnen, Referenten, hierher gekommen zu sein, um uns in die Welt von Christoph und Donata einzuführen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich bin sehr froh, dass wir uns, glaube ich, überhaupt nicht überschnitten haben, sondern eher zu diesem Gesamtkosmos der Valentins beitragen konnten. Und ich habe mir überlegt, dass wir eine kurze Diskussion haben, die wir vielleicht auch mit ein paar Fragen aus dem Publikum anreichern können. Und ich habe mir vorgestellt, dass es Pärchen gibt jetzt bei der Diskussion. Und ich hätte gerne, dass ihr Fragen stellt und nicht ich, ganz einfach. Nämlich eine erste Frage von der letzten Rednerin, Anna Vialea. Sie ist nicht vorbereitet, ihr merkt es. Ja. Was uns Donata als Referenz aus euren beiden Arbeit vielleicht mitgeben kann, vielleicht noch mal eine kurze Reflexion zwischen euch beiden, was eine Ausstellung und Landschaft ausstellen bedeuten kann für eine Kommunikation unserer Themen in die Öffentlichkeit. Ja, das ist okay, glaube ich. Ich glaube, hören Sie mich? Ist in Ordnung? Also das war ein Thema, das war lustig, weil wir beide waren eigentlich total, wir haben noch nie so eine Ausstellung gemacht. Also wir sind so ins kalte Wasser gesprungen und ich glaube, das war sehr gut. Und es ist eine ganz wichtige Frage, wie wir unsere Themen vermitteln in die Öffentlichkeit. Ja, weil ich glaube, also wir haben so ein Alphabet oder eine Sprache, das zwischen uns Fachleute sehr gut funktioniert, aber eigentlich für Ausstellung, wenn man zum weiteren Publikum das zeigen will, glaube ich, nicht geeignet sind. Und mit diesem Thema haben wir uns wirklich sehr lange damit auseinandergesetzt und auch nochmal Thema Landschaft. Wie kann man Landschaft in einem inneren Raum eigentlich so vermitteln? Ja? Und deswegen haben wir eigentlich mit diesen ganz großen Kreisen, wo es Wasser hat, ich habe die Spiegelung vielleicht vorher nochmal gesehen und haben versucht, diese Landschaften ein bisschen mit einzubeziehen. Aber ich glaube, das ist ein großes Thema auch für die Zukunft. Auch, es hat uns ganz, ich habe schon erzählt, die These stand schon, als ich dich kennengelernt habe. Ja? Aber dann haben wir sehr lange gebraucht, um zu sagen, wie können wir das erklären? So ein trockenes Thema, dass die Leute das verstehen und dass es Lust macht, vor allem das anzugucken. Ja? Und dann war aber natürlich mit dieser Geschichte Venedig, Las Vegas, ein so starkes, das ist ein Bild, ja, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, weil das so sehr extreme sind. Und das war der erste Schritt, diese Geschichte zu erfinden und danach das im Raum sozusagen zu setzen. Nein, das ist schon so. Wenn man eine Ausstellung in einer Akademie macht, dann ist ja immer die Frage, spreche ich jetzt nur die Fachleute an, die Akademiemitglieder. Unser Ziel war es, viele Leute anzusprechen. Und zwar ein Auslöser für mich war, kurze Zeit vorher war ein Artikel in einer Berliner Zeitung, da wurde geschildert, dass ein Lehrer mit seinen Schülern immer in den Grunewald geht und dort von einem Förster werden die einen Tag herumgeführt. Und da stand dann als erstes, 50% der Schüler, die da mitgingen, waren noch nie im Wald und waren also ganz erstaunt über das, was ihnen da gezeigt wurde. Und am Abend wurden sie gefragt, wie sie denn das fanden. Und dann haben sie gesagt, war schon ganz spannend, aber wir haben gedacht, wir würden ja Wölfe und Bären sehen. Und dann das war so ein Anlass zu sagen, wir wollen eine Ausstellung machen, die natürlich fachlich stimmt, wo auch für Fachleute eine Menge Informationen drin sind, wo aber auch Schüler und Lehrer durchgehen und dann irgendwo animiert werden, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist plastisch. Es waren einerseits natürlich die Tafeln, die fachlichen Informationen im Hintergrund, riesengroße Bilder, die ein amerikanischer Luftbildfotograf gemacht hat, weil Landschaft muss man einfach sehen. Man kann die nicht immer nur erklären, dann ist es wirklich trocken. Und in der Mitte waren zwei Kreise, einer voll Sand und einer voll Wasser. Und dann kamen die Kinder und haben da in den Sand herumgemacht oder ins Wasser geplatscht. Beim ersten Tag hat der Mensch, der da die Aufsicht geführt hat, hingegangen, das dürfte er nicht. Und ich stand daneben und habe gesagt, doch, das sollen sie. Und das war so der Versuch, einfach
Landschaft von verschiedenen Seiten zu erklären. Und ich glaube, das Problem kommt uns ständig. Also wenn ich einem Gemeinderat erklären soll, warum er einen bestimmten Bereich freihalten soll für das Klima, dann muss ich irgendeine Sprache finden, die ihn animiert. Die nicht nur erklärt, sondern die ihm Lust macht dazu. Christoph, Jörg, der schöne Plan, ist das der Weg, das zu erklären, was du gerade beschrieben hast? Was für eine Bedeutung hat der schöne Plan? Ihr habt die zusammen gemacht, die schönen Pläne. Ja? Also der Plan war, glaube ich, nicht nur schön, sondern hatte ja auch eine ganz, ganz klare Struktur. Und die Schönheit, die ist eigentlich das, was man erwartet, was dazukommt. Aber auch die Grundlage ist eigentlich ein ökologisches Konzept, auch zum Teil mit Klimavorstellungen und natürlich auch mit grundsätzlichen räumlichen Vorstellungen. Und das war eigentlich die Basis. Aber die Schönheit oder die Variation, die kam dann eben durch Skizzieren, durch Modifizieren und durch ständige Diskussion mit dem Jörg, und also mit dem Bleistift, so wie er vorhin gesagt hat, und durch die Kritik von der Dona, die dann auch sagt, das ist da, das ist Mist. Und dann... Ich sage das immer viel zahler. Das führt dann dazu, dass man das alles wegwirft, dass man nochmal was drüber legt und nochmal was drüber legt und nochmal was drüber legt und dann so lange dran arbeitet, bis es so aussieht, dass man eigentlich nichts mehr wegnehmen kann. Und das ist so ein gewisser Minimalismus, den wir eigentlich pflegen, aber der wird oft angestoßen durch die Kritik, die wir uns gegenseitig geben, die aber die Donau dann auch mit einbringt. Insofern ist das gemeinsame Skizzieren schon ein ganz wesentlicher Punkt. Sind die Landschaftsarchitekten zu forsch? Ich fürchte mich nicht vor Landschaftsarchitekten. Ganz im Gegenteil. Es ist ja so, dass wir tatsächlich an dermaßen vielen Stellen als, ich sage es jetzt wirklich global, Architekt, weil das so ein tradiertes Wort ist und weil man da so viel hineininterpretieren kann und weil man ja auch in unterschiedlichen Zeiten für so viele unterschiedliche Fähigkeiten auch gesteht, und deswegen nehme ich dieses Wort Architekt, und schon allein, wenn ich das sage, steht natürlich jeder Landschaftsarchitekt neben mir und sagt, hoppala, bin ich doch auch, aber ich meine, dass es zusammen gehört und dass einfach es eine kreative Tätigkeit ist, die wir ausüben und das die Landschaftsarchitekten genauso tun. Und das muss eigentlich mehr den Architekten gesagt werden als den Landschaftsarchitekten. Die Architekten, und deswegen habe ich auf diese 50 Jahre Studium hingewiesen, das war einfach in der Lehre überhaupt nicht verankert, dass es damit überhaupt zu tun gilt und dass deren Beiträge genauso kreativ sind wie die der Architekten. Und wenn man weiß, dass die Architektur ja am Anfang mit den Bauingenieuren zusammen war, also eine eigentlich eher den Ingenieurdisziplinen zugeordnete Geschichte waren, ist ganz klar, dass man eigentlich immer im breiten Kontext arbeiten muss. Und das, glaube ich, ist uns sowieso ohne Frage gelungen. Und das mit dem Zeichnen und der schöne Plan ist natürlich auch ein Kriterium, mit dem schlichtweg gearbeitet wird. Wenn man in Jurys ist und wenn man in der Diskussion ist, vor allem unter Fachleuten, dann ist einfach die Ästhetik ein derart wesentliches Merkmal zu Recht, dass sie sich auch in einem Plan ausdrücken muss. Ist ja klar, dass das nicht nur jetzt 6b oder in der Farbe ist, die gerade läuft, sondern dass das die Essenz, die Synthese von unterschiedlichsten Parametern sein muss. Und das ist eigentlich nur das Bild, das aber zum Schluss entsteht, und diese Reduktion, die dann auch wieder die Interpretation aufmacht. Und das ist dann wiederum das Wesentliche.
Jörn, so eine große Stadt in Transformation, die du Jahrzehnte begleiten konntest. Ihr habt in Hamburg Planungen gemacht, zu ganz früher Zeit schon, Alamö und dergleichen, Billwerder. Wirft ja auch Fragen auf. Du hast es vorhin so beschrieben, dass die Disziplin der Landschaftsarchitekten gemeinsam mit Architekten natürlich auch versucht, diese Fragen der immer dichter werdenden Städte irgendwie zu beantworten. Was in China scheinbar wie von Zauberhand funktioniert, ist ja hier in Europa schwieriger geworden. Was ist deine Erfahrung in Zusammenarbeiten mit räumlich wirksamen Freiraumplanungen? Wo können wir in dem Deal, den du vorhin beschrieben hast, noch wirksam werden, gemeinsam? Ja, also ich würde das jetzt mal vielleicht noch ein bisschen modifizieren sogar. Also wenn ich das so richtig sehe, so aus meiner Wahrnehmung, also China ist insoweit jetzt vielleicht noch nicht der ganz übertragbare Fall auf Deutschland oder Mitteleuropa, weil wir in China ja eine Entwicklung gesehen haben in den 90er Jahren, die eine enorme bauliche Expansion erstmal gebracht hat. Und dann gab es so um die Jahrtausendwende so eine Umkehrung, weil alle gesehen haben, so geht das ohne Grün einfach nicht weiter. Und dann gab es wiederum allerdings auch in einer Massivität, wie wir sie überhaupt nicht kennen, in allen großen Städten massive landschaftsplanerische Interventionen, wie auch diese botanischen, was ihr gemacht habt da. Also so, und das viele Parkanlagen, die entstanden sind und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht nicht die Standardaufgabe, vor der wir stehen jetzt in Mitteleuropa. Ich würde sie eher so in zwei anderen Fragen, und das finde ich ganz interessant, weil das auch in dem Verhältnis der Landschaftsarchitektur zu den anderen Disziplinen nicht irrelevant ist. Bei uns gibt es zwei große Aufgaben, die anstehen, die sind ganz klar absehbar. Das eine Thema ist das Zwischenstandthema, weil wir mit dem moderaten Wachstum in Wahrheit überwiegend diese Zwischenstädte nachverdichten. Das findet ja in Wahrheit gar nicht so sehr in den Zentren statt, auch da ein bisschen, aber es findet in Wahrheit die gegenwärtige Wachstumsphase in der Größenordnung, findet in diesen Randräumen statt oder inneren Peripherien oder wie immer man diese Zonen nennt. Und in diesen Gebieten gibt es ja eine interessante Frage, wer schafft es jetzt eigentlich aus diesen Patchwork-Strukturen irgendwas zu machen, was man sich angucken kann. Und da gibt es wirklich diese, aus meiner Sicht, mich auch immer sehr bewegend habende Frage, auch im Zusammenhang mit Wilhelmsburg und solchen Fragen, also weil ich mich da auch sehr intensiv da in Hamburg mit auseinandergesetzt habe, ist das jetzt im Kern eigentlich eine städtebauliche Frage? Also in dem Sinne ist der Städtebau als sozusagen der Formende der großen Form eigentlich derjenige, der die großen Strukturen bringt? Oder ist es dort nicht die Landschaft? Muss es nicht die Landschaft sein? Und das finde ich so eine Perspektive und für mich auch ein Grund, warum diese Disziplin, glaube ich, an Bedeutung gewinnt. Und es gibt eine zweite, vor der wir auch stehen. Das ist der Umbau sozusagen der dicht bebauten Stadt. Der umweltfreundliche Umbau der dicht bebauten Stadt. Und das ist auch nicht mehr im Kern eine Frage, muss man sagen. Also da kommen eigentlich so eure Grundansätze auf einer ganz anderen Ecke wieder rein. Das ist nämlich im Kern gar nicht eine Frage auch so sehr der, ich sag jetzt mal, des Städtebaus oder der Architektur oder so, sondern das ist im Kern eigentlich eine Frage, wie schaffen wir, dass die wieder lebensfähiger und mehr im Einklang mit der Natur, also alle was von Klima angefangen bis hin zur Begrünung, zur Freizeit und was weiß ich, Lebensmöglichkeiten, Temperaturen. Also man könnte jetzt diesen ganzen Katalog aufmachen. Und auch diese Frage, die als zweite große, die ich hier in Europa sehe, ist natürlich engstens verbunden mit Ansätzen, die er auch genannt hat. Also so würde ich die Aufgabe so ein bisschen differenzieren, einmal zwischen den Arbeiten in China und dem, was hier ansteht, aber auch was diese Rolle anbetrifft, die die Landschaftsarchitektur eigentlich in Zukunft und warum sie, Sie hatten es ja ein bisschen auch angesprochen, warum möglicherweise wir wirklich vor einer interessanten Phase stehen, dass wir die Landschaftsarchitekten als, ich sage jetzt mal, Städtebauer sehen. Also diese Frage, die ich auch eingangs aufgeworfen habe, weil die wahrscheinlich eine ganz andere Rolle spielen. Ich hätte ganz gerne jedem nochmal eine Möglichkeit gegeben, uns etwas ins Töpfchen zu tun, nämlich eine Empfehlung für das, was jetzt wirkende, mit euch wirkende Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Architekten in die Zukunft zu tragen haben. Also ein
Satz des Vermächtnisses vielleicht. So ist es nicht gemeint. Aber wenn man so viel zurückblicken kann, kann man auch Empfehlungen äußern. Also wir haben es heute schon gehört, wir haben sehr viele Pläne gemacht, sehr viele Untersuchungen, sehr viele Gutachten und dicke Wälzer gemacht, die irgendwo im Schrank stehen, und die Umsetzung, die hat eigentlich nicht so stattgefunden, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren wahrscheinlich nicht fordernd genug, noch mehr fordern müssen. Und das ist eigentlich jetzt für die Zukunft eine ganz wichtige Aufgabe, dass die politische Umsetzung, dass dass das forciert wird und dass man daran arbeitet. Wir haben gerade ja auch erwähnt, vielen Dank. Und da ist einfach eine riesen Diskrepanz zwischen der inzwischen auch immer weiter fortschreitende Wissenschaftlichkeit in Richtung Ökologie und der Gesetzgebung und auf der anderen Seite eben der Tatsache, dass wenig passiert. Ich weiß es nicht. Also ich wollte was ganz anderes sagen. Dann sag was anderes. Und zwar komisch, wenn ich das gerade sage zur Bedeutung der Zeichnung. Aber mir erscheint es ungeheuer wichtig, obwohl ich immer diejenige bin, die daneben steht, weil sie nicht zeichnen kann und dran rumkritisiert. Aber ich habe in den vielen Jahren festgestellt, dass die Zeichnung ist ein Akt, ist vielleicht ähnlich, wie wenn man sehr gerne Texte schreibt und sie wieder und wieder und wieder verändert. So ist die Zeichnung etwas, was immer wieder verändert, immer nochmal genauer hinschaut, die Struktur nochmal genauer untersucht. Und es ist ein Prozess, ein sehr langsamer Prozess der Klärungen. Und ich sehe da heute einen riesen Unterschied in der Verführung durch die Computer, durch die digitale Darstellung. Wir erleben bei uns im Büro und bei den jungen Leuten, dass ungeheuer schnell Bilder produziert werden, die faszinierend sind, die schön sind, die also richtig betörend sind, manchmal etwas, was wir in der Form gar nicht gekonnt hätten. Insofern ist es, wenn man die Vermittlung an Dritte anschaut, vielleicht optimal. Man kann also da zauberhafte Welten darstellen. Aber es ist oft nicht auf den Kern der Sache gegangen. Und deswegen glaube ich, dass wir, das betrifft ein bisschen auch das Thema der Schnelligkeit, dass wir da irgendwo wieder einen Schritt zurückgehen müssen, auch uns nicht so drängen lassen dürfen von Auftraggebern und sonstigen, dass wir innerhalb von 2 Tagen etwas Druckreifes produzieren müssen, sondern uns die Zeit nehmen müssen, sehr sorgfältig nachzudenken und erst dann die Bilder zu produzieren. Also wir sind ja sehr unterschiedlich. Wenn man sagt, ich denke mit der Schreibmaschine oder mit der Kürze und einem Stift, aber es ist eigentlich der gleiche Vorgang. Wenn ich ganz lange über einen Text nachdenke, dann kläre ich das und nehme mir die Zeit, wirklich sozusagen aufs Abstraktum zu kommen. Und das ist beim Zeichenstift auch. Und das ist eine Schule, glaube ich, die wir zu schnell aufgegeben haben. Das andere, also ich mag gar nicht mehr über Ökologie reden, wenn ich denke, wann ich die ersten Vorträge zum Klima gehalten habe. Albrecht, der Stadtplaner von Stuttgart, wir haben in Mitte der 70er Jahre einen Landschaftsplan für Stuttgart gemacht, in dem alle wichtigen Klimazonen dargestellt waren als Tabuzonen für die weitere Entwicklung. Das hat ungefähr 10 Jahre gehalten oder vielleicht 15 Jahre und dann kamen die Investoren und dann wurde das alles sehr viel weicher. Und wenn ich da zurückblicke, dann könnte ich eigentlich nur weinen. Und wenn meine Knie nicht so schlecht wären, würde ich mich am liebsten zu den Friday for Future hinsetzen und sagen, ihr habt recht, ihr müsst richtig laut protestieren. Es ist mit den Moderaten immer erklären auf dem Thema nicht mehr getan, sondern wir wissen das alle seit Jahrzehnten und wir machen es nicht. Und das, was jetzt politisch umgesetzt wird, ist so halbherzig, dass man eigentlich nur weinen kann. Und das ist wirklich ein Appell auch an die jüngere Generation, sich da zu wehren, weil es geht wirklich um ihre Zukunftschancen. Ich schaue mal hier nach außen. Wechsel nochmal.
Ich denke, das ist etwas, was wir mitbekommen, was uns zu denken gibt. Wir wollen nicht weinend aufhören. Ihr wolltet noch ein paar Worte zu uns sagen. Ich würde die Möglichkeit für eine Diskussion gerne auf das Danach verschieben, wo wir miteinander einen Wein trinken, und würde dann in allgemeine große Gespräche überleiten. Denn es sind so viele Leute da, die sich lange nicht gesehen haben, dass es schade wäre, wenn diese Gespräche keine Zeit fänden. Und insofern würde ich mich freuen, Christoph, wenn du jetzt zu uns etwas sprichst. Ja? Thank you.